Wir gucken einfach mal, was. Frag einen Schizophren. Ist bestimmt ein interessantes Thema. Du bist Paul. Vor 3 Jahren hatte ich eine ziemlich schwierige Zeit. Ich hörte eine Stimme, die zunächst wie ein Freund war. Irgendwann aber befahl sie mir schlimme Dinge, die ich nicht tun wollte. Oh Mann, jetzt wird's spannend auf jeden Fall. Jetzt wird's spannend. Hallo Paul. Ey, ich finde Schizophrenie ist eine krasse Angelegenheit. Ohne Witz. Hätte ich riesige Angst vorne. Du hast immer eine Stimme, die dir sagt, was du tun sollst, was nicht tun sollst. Das ist wie so, das steuert dich einfach. Holy shit, das ist wirklich unfassbar unschön. Du kannst ja auch mehreren Identitäten sozusagen rein, mehreren Persönlichkeiten. Also es ist ja dann nicht nur die Schizophrenie so an sich, dann kommen noch Persönlichkeitsstörungen, vielfache Persönlichkeit. Es ist so viel, hängt da noch mit dran, das ist echt schwierig. Wir hatten damals auch mal einen beim Fußball, der hat zum Probetraining mitgemacht. Der hatte Schizophrenie, der konnte nach einem Tag konnte nicht mehr herkommen, weil die Schizophrenie zu krass war. Also das ist eigentlich schon heftig, ne? Joxe, jetzt bin ich gespannt, wirklich. Wann hast du die Stimme zum ersten Mal gehört? Also es hat ein bisschen gedauert, bis es so eine durchgehende, wirklich andauernde Stimme ist. Aber die ersten Gedanken, die ich wirklich an die Stimme habe oder wo ich mich erinnern kann, ist, ich bin damals immer... Aber der hat Peso-Klamotten an. Was für ein Ehrenmann. Anstatt zur Schule zu fahren, zur Bärenschleuse gefahren. Das ist bei uns im Dorf so ein kleiner Bach. Und auf dem Nachhauseweg hatte ich Kopfhörer auf und da hörte ich auf einmal so einen Paul, ein Hey, hey, Paul. Und ich dachte erst, ja, okay, das kommt von der Musik, aber dann kam das immer mehr. Ich habe mich umgedreht, meine Kopfhörer abgenommen. Aber ich habe dann halt nichts anderes gehört, außer die Stimme. Und dann war ich ein bisschen verwirrt. Also, ihr müsst euch das mal vorstellen. Es ist ein ganz normaler Tag. Ihr macht das, was ihr immer macht. Und auf einmal hört ihr eine Stimme. Und seht aber nichts, woher was kommt. So, du kannst das nicht steuern, dass einfach so dein Gehirn das macht. Und wusste erstmal nicht, was ich machen sollte. Sami Fubu fragt sich, wie würdest du den Charakter der Stimme beschreiben? Es war eindeutig eine Männerstimme. Ich kannte die Stimme aber auch nicht. Das Einzige, was ich mal sagte, es war eine böse männliche Stimme. Anfangs war es wirklich nett. Also ich habe mich mit ihm unterhalten, als wäre er mein bester Freund. Ich habe mit ihm über alles geredet, über den Tag, über Mädchen, über die Schule, über alles, was mir auch in den Sinn gekommen ist. Je länger ich ihn kannte, je länger ich mit ihm geredet habe, umso böser wurde er und umso mehr wollte er die Kontrolle über mich und über das, was ich auch dann tun werde oder tun sollte. Ist die Stimme jetzt in diesem Moment auch hier? Nee, aktuell ist die Stimme gar nicht mehr da. Da bin ich auch sehr froh drüber. Es ist sehr, sehr selten, dass die Stimme wieder zurückkommt. Die Momente, wo sie zurückkommt, sind halt sehr Krisenmomente für mich. Zum Beispiel, also wenn ich Probleme habe mit Mädchen, wenn ich da zum Beispiel eine Abfuhr oder sowas bekomme, dann bin ich immer sehr down und mache mir immer sehr große Vorwürfe und dann kommt auch die Stimme zurück und brüllt mich oder schreit mich eher an. Du Versager, dich wird niemand lieben, guck dich mal an und so weiter. Juna Maya fragt sich, was hast du gedacht, als du die Stimme zum ersten Mal gehört hast? Also zuerst dachte ich auf dem Fahrrad, dachte ich, das wäre irgendwie ein Mensch, der mich gerufen hätte oder das war ein Song. Aber wo es dann immer mehr wurde, dachte ich dann, ich werde verrückt oder was ist los mit mir, was passiert gerade. Aber irgendwann habe ich es einfach akzeptiert und mit ihm geredet. Kara fragt sich... Krank! So von jetzt auf gleich kommt einfach eine Stimme. Einfach so eine Stimme. Ich dachte immer so bei Schizophrenie, dass das schleicht sich dann so ein, dass es immer mal so, ja keine Ahnung... Dass du das direkt als normal schon fast anziehst. Ne? Dass es für dich okay ist, so, dass du damit lebst. Aber dass dann von jetzt auf gleich einfach währenddessen du gerade was machst, gerade Musik hörst, dass da auf einmal eine Stimme kommt und die auch bleibt. Wie krank ist das bitte? Alter Walter. Durch was wurde die Schizophrenie ausgelöst? Ich bin genetisch veranlagt durch meine Oma. Die hatte eine ähnliche, nicht die gleiche, die ich hatte, aber eine ähnliche psychische Erkrankung. Und dann gab es noch 3 Schlüsselmomente, die dazu geführt haben. Zum einen war es im Sommer der Kontaktabbruch mit meinem damaligen besten Freund. Dann gab es noch eine Freundin, zu der ich sehr große Gefühle hatte und auch schon mir viel erhofft habe, was dann aber halt dann nicht zustande gekommen ist, was mich dann noch weiter runtergezogen hat. Und zum letzten war es dann, ich habe gekifft und das war dann wahrscheinlich so die Kirsche obendrauf. Fatouche möchte von dir wissen, was hat die Stimme zu dir gesagt? Es war immer unterschiedlich, so alltagsbedingt und auch zu welchem Zeitpunkt es war. Meistens morgens, wenn ich aufgewacht bin, immer halt dieses, geh nicht zur Schule, geh nicht hin, du wirst eh nur gemobbt, du wirst eh mit keinem reden, bleib einfach hier zu Hause, fahr zur Bärenschleuse und wir reden ein bisschen. Irgendwann hat mir die Stimme aber auch Befehle erteilt. Das ging los mit, da war ich im Krankenhaus. Alter, kranke Scheiße. Geh jetzt mal zum Fenster und guck mal, wie hoch das ist
Und dann wurde halt weiter gesagt, ja, spring mal raus, guck mal, wie es endet. Immer wenn Leute bei mir waren, Freunde mal waren oder auch andere Familie oben bei mir im Zimmer waren, dann kamen immer solche Befehle wie, nimm jetzt das Glas, zerschlag es und stech die alle ab. Und noch schlimmer, also die wollte immer, dass ich irgendwelche Leute töte oder mich selbst. Hast du der Stimme geantwortet? Ja, ich habe viel mit ihr geredet. Also es war jetzt auch in den ersten Monaten die einzige Person, mit der ich geredet habe. Und somit habe ich das auch halt ausgenutzt. Kamst du dir bei nicht komisch vor? Also jetzt im Endeffekt schon, aber damals eigentlich nicht. Damals war es für mich normal. Dave Koulibaly möchte von dir wissen, hast du die Befehle der Stimme befolgt? Also die ganz schlimm nicht, natürlich nicht. Da hatte ich mich noch unter Kontrolle, aber so manche schon. Wenn die halt morgens gesagt hat, geh nicht zur Schule und fahr zur Bernschleuse, habe ich es manchmal gemacht. Und manchmal konnte ich mich auch dann durchsetzen. Da habe ich dann ja, schon einen Streit gehabt, kann man schon so sagen. Aber die leichteren Sachen habe ich meistens auch dann gemacht irgendwann. Balthasar Sarah fragt sich, war dir klar, dass das nicht normal ist? Also ich denke schon, dass mir dem bewusst war, dass es nicht normal ist, dass ich eine Stimme höre und was das alles gerade mit mir macht. Aber in dem Moment fand ich es gut und wollte es auch so haben. Neo Velo möchte von dir wissen, was war das Schlimmste, was dir die Stimme befohlen hat? Also das Allerschlimmste, was ich auch halt, was mich eigentlich immer noch verfolgt ist, da war ich in der Küche und wir haben so ein kleines Fenster, da können wir dann ins Wohnzimmer gucken und da saßen meine beiden Eltern. Und da hat er mir gesagt, ja, mach mal die Schublade auf. Dann habe ich die Schublade aufgemacht und dann sagte er mir, ja, nimm das Messer und stech deine Eltern jetzt ab. Aber das Unterschied auch immer zu der Stimme, anstatt zu Gedanken, man spricht auch manchmal selber mit sich im Kopf, ist die Stimme mich angeschrien. Also es wäre so, als wenn ich jetzt einem Freund direkt vors Ohr stehe und dann den ins Ohr schreien würde, ja, stech deine Eltern jetzt ab. Und danach, das hat mich fertig gemacht. Danach habe ich die Schublade schnell wieder zugemacht. Ich habe kurz das Messer angeguckt. Aber ich habe dann schnell die Schublade zugemacht und bin dann hoch und habe dann dort geweint. Und ja. Junge, wie krank ist das bitte? Alter, also wie heftig muss das sein, dass dein Gehirn oder dein dass dir das befiehlt, irgendwas, dass du jemanden abstechen sollst? Ey, wie krank ist das? Meine Großtante hatte Schizophrenie und sie hat immer mit Raben geredet, generell mit Tieren und hat Halluzinationen gehabt. Meine Schwester hat jetzt eine bipolare Störung, was aufgrund dieser Genetik ist. Voll kacke, dass das vererbbar ist. Das ist wirklich richtige Scheiße. Ich hoffe, ihr geht es dann später wieder besser auf jeden Fall. Ich kenne auch jemand mit Schizophrenie. Boah. Auf jeden Fall ist die dadurch dann gestorben. Ich weiß aber nicht, was sie noch alles hatte. Es war nicht nur Schizophrenie, es waren viele Sachen. Viele psychische Erkrankungen, aber es ist auf jeden Fall ein krankes Thema, wirklich. Ist echt heftig. Melodie, grüß dich. Gott sei Dank hatte noch genug Kontrolle, dass er niemanden verletzt hat, der Arme. Heftig. Ja. Also das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Und dann auch noch so heftig, also in so einer Form ist krass. Das ist wirklich krass. Hattest du Halluzinationen? Das hatte ich auch. Ich kann mich erinnern an, da war ich draußen, es war leicht gedämmert und ich habe in der Ferne irgendwelche Männer im Anzug gesehen. Grüß dich. Da habe ich kurz hingeguckt, war erschrocken, kurz weggeguckt, wieder hingeguckt, waren die immer noch da und dann bin ich da nicht hingegangen, weil ich habe Angst gehabt, bin dann zurückgegangen und dann wieder nach oben gegangen. Was aber sehr präsent war, waren immer so schwarze Schatten. Das war immer sehr komisch, ich habe immer irgendwo oberhalb vom Auge habe ich immer irgendwelche Schatten gesehen. Und die andere Halluzination, die ich hatte, war in der Klinik. Da habe ich am Türrahmen meine Schwester gesehen. Krank, Mann. Die Hexe möchte von dir wissen, sehr krass. Hattest du Angst, verrückt zu werden? Ja, ich hatte große Angst, verrückt zu werden. Aber die Stimme hat mir die Angst genommen und mir gesagt, wenn du so weitermachst, mir von mir niemanden erzählst, dann bleibst du auch so, dann wirst du nicht verrückt. Und das habe ich gemacht. Die größte Angst aber, die ich hatte, ist, dass die Stimme die Kontrolle komplett über mich übernimmt und dass ich alle Befehle von der Stimme dann befolgen werde und noch schlimmere Dinge tun werde, als ich wirklich vorhatte. Alpha X Omega fragt sich, haben deine Freunde und Familie nichts gemerkt? Ich denke schon, dass sie irgendwas gemerkt haben, aber ich denke nicht, in welchen Ausmaßen, was dort wirklich mit mir los war. Besonders meine Schwester hatte sich große Sorgen, glaube ich, um mich gemacht. Die hat mir fast täglich geschrieben, was mit mir los ist, ob alles okay ist und so weiter. Aber ich habe meistens immer alles direkt abgeblockt. Die erste Person, die mich darauf angesprochen hat, war meine Lehrerin in der Schule.
Ich bin sehr unregelmäßig zur Schule gegangen und irgendwann ist die Lehrerin zu mich zugekommen und sagte zu mir, Paul, ich möchte mal ein Gespräch mit dir und deiner Mutter führen. Und bei dem Gespräch hat mir dann die Lehrerin gesagt, dass sie gemerkt hat, dass es mir nicht mehr so gut geht, dass ich irgendwie nicht mehr so glücklich rüberkomme, dass ich sehr zurückgezogen wirke und auch nicht mehr so fröhlich allgemein wirke. Und sie hat mir dann empfohlen, zu meinem Hausarzt zu gehen, damals noch Kinderarzt, um mal mit ihm darüber zu sprechen, ob irgendwas ist in Richtung Depression oder sowas. Nolo Pepe fragt. Aber das finde ich übrigens gut an Lehrern, dass sie da auch was unternehmen. Oder auch unternehmen müssen, das stimmt. Aber es gibt trotzdem manche, die blicken da einfach drüber weg. Und deswegen Ehre an die Lehrerin, die das gemacht hat. Hast du dich irgendjemand anvertraut? Die erste Person, die darüber erfahren hat, war meine Schwester. Aber was dort sehr wichtig war, was ein großer Fehler jetzt im Endeffekt war, ist, ich habe nichts von der Stimme erzählt. Ich war eines Morgens wieder an der Bärenschleuse anstatt zur Schule. Und dort hatte ich wieder ein langes Gespräch mit ihm. Es ging wieder darum, dass ich einfach Kacke bin im Großen und Ganzen, dass ich mein Leben beenden soll. Und dann habe ich meiner Schwester einen Text geschrieben per WhatsApp, ganz lang, aber dort nicht die Stimme erwähnt, weil es ihm sehr wichtig war, dass ich ihn nicht verrate. Und damals habe ich noch zu ihm gestanden. Was ich aber auch in der Nachricht erwähnt habe, ist, dass sie nichts meinen Eltern erzählen sollte, weil mir das auch sehr wichtig war in dem Moment, weil ich nicht wollte, dass sie sich Sorgen machen oder dass sie mich dann, was ich mir immer eingebildet habe oder was er mir dann eingeredet hat, ist, dass ich dann weggesperrt werde. Das war immer eine große Sorge für mich. Ich bin dann nach Hause gefahren, bin dann reingegangen, habe dann aber oben gehört, wie mein Vater mit meiner Schwester telefoniert hat. Ich habe nur gehört, wo ist der? Ich suche den jetzt, sag mir, wo der ist. In dem Moment war ich sehr, sehr wütend auf meine Schwester, also extrem wütend. Ich hätte ausrasten können. Aber jetzt im Endeffekt war es natürlich die richtige Entscheidung, meinen Eltern davon zu erzählen. Ich bin aber in dem Moment rausgestürmt und bin dann erst wahllos irgendwo hingefahren, bis dann die Stimme gesagt hat, fahr jetzt zum Bahnhof, beende jetzt einfach alles. Du hast eh keinen mehr, für der zu dir steht, mach jetzt einfach Schluss. Dann bin ich auch zum Bahnhof gefahren und habe dann auf den nächsten Zug gewartet. Ich war in dem Moment bereit zu sterben, ich wollte. Ich hatte keine Lust mehr auf die Stimme, ich hatte keine Lust mehr auf den Druck. In dem Moment dachte ich mir, ich wollte frei sein. Aber dann kam irgendwann die Durchsage, der Zug auf Gleis, ich weiß nicht, auf Gleis so und so, verspätet sich um 10 Minuten. Und das war eigentlich der Grund, warum ich noch hier stehe. Der Gedanke, dass, was meine Eltern denken würden. Die wären so traurig gewesen und alles, das war der Grund, warum ich dann zurückgefahren bin. Alter, ihr müsst euch das mal überlegen. Dass ein Zug, die Deutsche Bahn, hat es geschafft, ein Menschenleben zu retten, weil der Zug zu spät kam. Also, da muss man auch sagen, es hat auch positive Seiten, dass sie sich oft verspäten. Krasse Sache, wirklich ohne Scheiß. Richtig. Ich möchte von dir wissen, warst du in einer geschlossenen Anstalt? Nach der Bahnhofssituation war ich 7 Tage lang in der geschlossenen. Ich hatte dort Sitzungen mit den Psychiatern und mit den Psychologen. In den ganzen Sitzungen habe ich auch gleichzeitig mit meiner Stimme im Kopf geredet, abgesprochen vor den Gesprächen, was ich erzähle, wie viel ich erzähle. Damit die nicht darauf kommen, dass ich eine Stimme höre. Das Einzige, was ich den Leuten immer erzählt habe, ist dieses Paul Hey. Nachdem ich dann in der geschlossenen war, wurde ich dann in eine Tagesklinik eingewiesen. Es war wie eine Schule eigentlich, nur halt mehr mit psychisch kranken Leuten. Dort habe ich auch lange Zeit nichts von der Stimme erzählt. Schwieriges Leben, sage ich euch. Bis auf einen Tag, da ging es mir halt wieder nicht gut und irgendwann habe ich dann halt den Schlussstrich gezogen. Eigentlich davor, wovor ich Angst hatte, ist dann eigentlich passiert, dass ich eingewiesen werde und direkt wegkomme. Und dann bin ich am gleichen Tag direkt in die geschlossene gefahren und dann war ich 6 Wochen lang noch dort in Therapie. Louis Lou möchte von dir wissen, was ist das Verrückteste, das du in der Psychiatrie erlebt hast? Also das Wort verrückt würde ich nicht sagen, ich würde eher sagen das Wort beängstigend. Wo wir in der Psychiatrie angekommen sind, in der geschlossenen, dann saß ich auf so Eisenstühle mit meiner Mom, mit meinem Bruder. Und vor uns sind halt die ganze Zeit die Leute, die Patienten entlang gelaufen. Und da war halt eine Frau, die sah halt seelisch tot aus. Also als ob die keine Emotion oder Seele mehr hatte. Das war sehr, sehr gruselig. Und ich habe auch meine Mutter schon angesehen, dass sie sich nicht wohlfühlt und Angst auch um mich hatte. Und sie hat dann die Frau angesprochen und fragte so, und wie ist es hier so? Alles cool? Warte mal. Hat sie uns umgedreht und sagte, nee, schrecklich hier, geht weg. Und das, also meine Mutter hat angefangen zu weinen, in der Psychiatrie selbst dann später. Ach du Scheiße, wirklich, stell ich mir vor, das ist so der erste Eindruck, gegen diese Einrichtung dann oder sowas. Ja, Kinderpsychiatrie, da war ein Junge halt. Puh. Ich wollte mir eines Nachts, um 2 Uhr, wollte ich mir ein Glas Wasser holen. Da bin ich rausgegangen und habe dann halt nur noch gehört, wie da jemand rumgeschrien hat und auch alle Dinge kaputt gemacht hat. Der hat im Endeffekt das Fenster aus der Gummizelle rausgeboxt und den Tisch kaputt gemacht.
Ich hatte im Moment sehr große Angst. Ich dachte jetzt, der rastet aus und bringt uns jetzt hier alle um und macht alles kaputt. Ich blieb einfach nur auf dem Stuhl stehen und habe gewartet, bis es zu Ende ist. RZA fragt sich, nimmst du Medikamente? Ich habe lange Zeit Medikamente genommen. In der Psychiatrie habe ich angefangen oder musste ich anfangen, diese zu nehmen. Das hat mich sehr, sehr müde gemacht und auch sehr, sehr träge. Da war ich bei meiner Oma, da war ich auch sehr unter Tabletten. Und da hat sie meinen Eltern erzählt, dass sie den Paul nicht mehr wiedererkannt hat. Das ist nicht der Paul, den sie kennt. Ich selbst habe das im Moment das gar nicht so wahrgenommen. Jetzt im Endeffekt blicke ich da anders drauf. Wenn ich die genommen habe, so direkt eine halbe Stunde später war es so, als hätte ich gerade mir einen geraucht. Danach wurde ich sehr müde, ich konnte nicht meine Augen offen halten. Also es war wirklich extrem müde, eine extreme Müdigkeit. Es hat ein Freund von mir, der wollte mal die Tabletten ausprobieren. Und ich habe ihm mal eine kleine Dosis gegeben, nicht das, was ich nehme. Und er hat dann den darauffolgenden Tag 23 Stunden lang durchgeschlafen. Olex fragt sich, ist das heilbar? Junge, 23 Nein, Stunden durchschlafen, nicht. Wilde Sache. Es gibt halt Phasen. Es gibt die Leute, die es einmal nur in ihrem Leben haben. Dann gibt es aber auch Leute, die die Phase durchgehend haben. Durchgehend auf einem niedrigen Level, was aber dann immer höher geht. Und es gibt Leute, die es durchgehend immer auf einem hohen Level haben. Also aktuell habe ich es nur einmal gehabt und hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt. Goma1337 fragt sich, hast du Angst vor dir selbst? Also damals hatte ich nicht Angst vor mir selbst, ich hatte nur Angst vor der Stimme. Ich hatte Angst, dass die Stimme halt die Kontrolle übernimmt und ich dann die Befehle ausführe, die sie dann sagt. Aber ist die Stimme und du nicht dieselbe Person? Das ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, nein. Ich war halt nicht der Charakter, den sie hatte oder er hatte, hatte nicht ich. Hast du Angst, dass die Stimme wieder lauter wird? Also ich habe im Moment keine Angst. Weil ich im Moment halt selber gut weiß, dass es mir im Moment sehr gut geht. Dass ich Leute habe, mit denen ich darüber reden kann, wenn es wirklich so weit kommen sollte. Und dass ich im Moment alles gut unter Kontrolle habe. Uzi fragt sich, würdest du bei einem Date sagen, dass du schizophren bist? Also nicht mit den ersten Worten. Irgendwann bestimmt, weil es gehört zu mir. Ich bin schizophren und ich muss damit klarkommen. Und dann auch die Personen, die mit mir leben wollen. Aber ich gehe allgemein sehr offen damit rum. Wenn irgendwelche Leute Fragen haben, beantworte ich die immer sehr gerne. Miguel Scholl. Ja, finde ich gut. Finde ich eine gute Sache. Welchen Rat hast du an Menschen, die auch Stimmen in ihrem Kopf haben? Musik hat mir sehr gut geholfen. Musik, wo ich mich sehr gut widerspiegeln konnte. Ich habe dort damals viel Sierra Kid zum Beispiel gehört, weil ich mich gut in die Person hineinversetzen konnte. Und was damals mein großer Fehler war, ist, ich habe mich keiner Person anvertraut. Ich habe alles in mich reingefressen. Und es somit noch schlimmer gemacht. Deswegen ist mein Tipp, dass ihr auf jeden Fall mit irgendwelchen Leuten darüber sprechen sollt. Freunde, Familie, Lehrer. Und wenn ihr dazu keinen Draht habt, kann man auch sehr gut mit Psychologen darüber reden. Ich habe mit vielen Psychologen geredet und mit jedem war es ein sehr gutes und ein positives Erlebnis. Und ich habe so ein... Ach, das zeigt, dass man eigentlich auch keine Scheu haben sollte vor solchen Dingen. Vor Psychologen oder so. Ist schon eine gute Sache, was das angeht. Stand-up-Comedy-Programm geschrieben. Was nicht damit viel zu tun hatte, aber ich bin damit auch schon bei mir in der kleinen Stadt aufgetreten und das hat mir sehr geholfen, Leuten dann wenigstens ein positives Gefühl mit nach Hause zu geben. Okay, sehr nice auf jeden Fall. Also ich muss aber sagen, es ist extrem interessant. Gleichzeitig natürlich auch traurig, muss man irgendwie sagen. Aber ich finde das von Hyperbowl, ich finde das so was von geil, wie aufklärend das ist. Solche Fragen-Antworten-Videos, top, also wirklich liebe ich sowas.